Herzlich willkommen bei Expats Global. Mein Name ist Tim Grenerwald, ich bin hier in Monaco. Und in unserem heutigen Video schauen wir uns einmal die Frage an, wann lohnt es sich tatsächlich auszuwandern? Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich bin selber als deutscher Steueranwalt im Jahr 2018 aus Deutschland ausgewandert, bin spezialisiert auf das internationale Steuerrecht. Und gemeinsam mit meinem Team aus Experten beraten wir weltweit Unternehmer, Investoren und Selbstständige dabei, wie sie ihr persönliches Leben, ihr Unternehmen und ihre Vermögens- und Kapitalanlagen weltweit so gestalten können, wie es für sie am besten passt. Und dabei kommt natürlich immer die Frage auf, ja, lohnt sich die Auswanderung denn überhaupt? Ja, lohnt es sich, dass man aus seinem Heimatland rausgeht und in ein anderes Land zieht oder dass man sein Unternehmen in ein anderes Land verlagert? Und wann konkret sollte man das machen? Und da muss man sich zunächst einmal fragen, okay, die Tatsache, dass du in deinem Heimatland lebst, ja, in dem Land, in dem du geboren bist, in dem du aufgewachsen bist, das ist ja erstmal was, was von sehr vielen Zufällen abhängt. Du hast dir nicht ausgesucht, in welches Land du hineingeboren wurdest, in welche Staatsbürgerschaft du hineingeboren wurdest, in welche Familie, welche Vermögensverhältnisse, wie du aufgewachsen bist. Das alles ist mehr oder weniger zufällig. So, und da hast du mittlerweile zwar eine gewisse Kontrolle darüber, aber die Welt bietet natürlich mit 193 Ländern insgesamt noch mal deutlich mehr Möglichkeiten, wie du dich möglicherweise besser aufstellen kannst, wie du dein Leben besser gestalten kannst, strukturieren kannst, damit du eben am Ende wirklich für dich auch ein Setup hast, was für dich perfekt funktioniert. So. Und da muss man sich als allererstes immer einmal fragen, was stört dich denn konkret an deiner jetzigen Situation? Ja, weil es kann ja durchaus sein, dass das Land und der Ort, wo du lebst, tatsächlich der für dich beste ist. Und um erstmal herauszufinden, was dich motiviert, müssen wir schauen, was sind deine Ziele und was hindert dich momentan tatsächlich daran, diese Ziele zu erreichen. Wenn man das herausgefunden hat, dann kann man natürlich im zweiten Schritt schauen, okay, was wären jetzt beispielsweise die Länder, in denen du diese Ziele erreichen kannst? Was wären Orte, an denen du leben könntest? Was sind Orte, an denen du dein Unternehmen ansiedeln kannst? Ja. Und was sind natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie man dann zum Beispiel das Unternehmen gestalten kann und wie du zum Beispiel auch dein Vermögen anlegen kannst, wie du investieren kannst, sodass du einfach mehr Sicherheit hast, indem du einfach nicht alles in einen Korb legst, ja, sondern deine Anlagen korrekt so verteilst, dass sie dir mehr Sicherheit bringen bei trotzdem hoher Rendite. Das ist so das Ziel, was wir letztlich für unsere Klienten immer verfolgen und auch erreichen, dass wir tatsächlich eben mehr Freiheit schaffen, mehr Sicherheit, ja, und mehr persönliche Lebensfreude für dich, für deine Familie, für deine Mitarbeiter. Weil das ist ja letzten Endes das, was wirklich dich motiviert. Es geht letzten Endes eigentlich nicht um das Geld, es geht nicht darum, bestimmte Unternehmenskonstruktionen zu haben, sondern es geht darum, dass du für dich einfach ein besseres Leben schaffst. So. Und da finden wir dann gemeinsam mit dir als Klient immer heraus, was ist tatsächlich das, was dich antreibt. Ja, und wo gibt es auf der Welt Orte, die dir genau diese Möglichkeiten bieten? Und wenn du dieses Mindset hast, wenn du das einmal verstanden hast, dass es letztlich darum geht, was du für dich wirklich erreichen willst, ja, dann ist der geeignete Zeitpunkt gekommen, zunächst mal über eine Auswanderung nachzudenken, ja, und einmal zu schauen, was wären jetzt konkret Schritte, die du unternehmen kannst, um das Ganze vorzubereiten, ohne dass du dir irgendetwas kaputt machst dadurch. Ja, ohne dass du jetzt von heute auf morgen in ein bestimmtes Land auswanderst, das du vielleicht mal irgendwo gelesen hast, ja, wo möglicherweise gerade besonders viele Influencer sind oder wo man möglicherweise irgendwie eine geringere Steuerlast hat oder wo vielleicht die Bürokratie niedriger ist, sondern dass man erst einmal schaut, okay, was sind so die Rahmenbedingungen, die du haben möchtest, ja, die du als Anforderungen für dich stellst, für dein Unternehmen stellst, für dein Leben stellst. Und dann kann man schauen, okay, welche Länder bieten das? Und das muss gar nicht unbedingt ein konkretes Land sein, sondern da gibt es häufig mehrere Länder, an denen man sich dann ansiedeln kann. Denn warum sollte man als Unternehmer, der möglicherweise Freiberufler ist, Selbstständiger oder Unternehmer, der schon Mitarbeiter hat und vielleicht auch in Deutschland schon mehrere Standorte hat, warum sollte man nicht die Möglichkeiten nutzen, die einem die Welt bietet? Weil das machen Konzerne natürlich in großem Stil mindestens genauso, ja, dass man eben tatsächlich schaut, an welchen Orten der Welt hat man für welche spezifische Tätigkeit und für welches spezifische Ziel die besten Rahmenbedingungen. So. Und wenn man das einmal rausgefunden hat, dann kann man tatsächlich die konkreten Schritte planen, bis es dann tatsächlich zur Auswanderung kommt. Und da sage ich auch immer, jetzt von der Reise, die man so als Unternehmer
im Laufe des Lebens durchläuft, ist es häufig so, wenn man tatsächlich diesen Schritt gehen will, der ist ja ein sehr gravierender Schritt, weil er lebensverändernd ist, er ist unternehmensverändernd, er verändert im Grunde deine gesamte Zukunft, dann ist der optimale Zeitpunkt häufig der, wo du bereits ein laufendes Unternehmen hast, ja, wo du auch gute Gewinne, stabile Gewinne mit deinem Unternehmen machst, aber wo du kurz davor bist, weiter zu wachsen, wo du jetzt genau in der Situation bist, dass du das Ganze hochskalierst, ja, dass du mehrere Standorte aufmachen möchtest, dass du weitere Mitarbeiter einstellen willst und dass du vor allen Dingen natürlich auch ein Business hast, was tatsächlich sich ortsunabhängig betreiben lässt. Ja. Weil natürlich kann es einen Unterschied machen, ob du ein Unternehmen aus Deutschland heraus betreibst, ja, und deine Kunden von dort aus bedienst oder dass du zum Beispiel das Unternehmen irgendwo aus Asien, aus Amerika, aus Arabien etc. etc. betreibst. Ja. Weil es gibt natürlich bestimmte Länder, die vielleicht bei deinen Kunden besser ankommen, die vielleicht nicht so gut ankommen. Ja, und das muss man sich dann eben auch wieder konkret im persönlichen Gespräch mit dir genau anschauen, was da tatsächlich die richtigen Herangehensweisen sind. Ja, und deswegen macht es auch immer Sinn, dass man, bevor man hier Schritte macht, die sich hinterher nicht widerrufen lassen, das Ganze dann auch mit den Klienten einmal abklärt, mit deinen Kunden abklärt, ja, dass die da alle mitziehen, dass deine Produkte sich weiterhin anbieten lassen, dass deine Services, deine Dienstleistungen sich weiterhin anbieten lassen, sodass es sich am Ende wirklich für dich lohnt. Ja, weil nichts wäre schlimmer, als wenn du jetzt ein laufendes Geschäft kaputt machst, indem du es krampfhaft in irgendein Land verlegst, wo du möglicherweise vielleicht geringere Steuern zahlst beispielsweise oder weniger Bürokratie hast, aber wo du dann gleichzeitig das Problem hast, dass du damit auch weniger Gewinn machst. Ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen schauen wir immer ganz konkret, was ist tatsächlich für dich das Richtige. Also wenn du aktuell ein Unternehmen hast, was wächst, ja, wo du jetzt einfach auf dem Niveau bist, dass du beispielsweise als Einzelunternehmer oder dass du beispielsweise als Unternehmer mit Mitarbeitern jetzt das nächste Ziel erreichen möchtest, dass du einfach weiter wächst, dass du das Ganze hochskalierst, ja, und dass du auch deine Marke, deine Brand verstärken möchtest, dann ist in den meisten Fällen tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt, über eine Auswanderung nachzudenken. Ja, ich hoffe, damit konnte ich ein bisschen für Klarheit sorgen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm einen Like, abonniere unseren Kanal, klick auf den Subscribe-Button. Und wenn du tatsächlich schon so weit bist, dass du über eine Auswanderung, über ein internationales Unternehmen oder auch einfach über deine Vermögensanlagen nachdenken möchtest, ja, dann komm zu uns in die Beratung, bewirb dich auf dein kostenloses Erstgespräch, geh auf www.experts.global/termin, das ist auch unter dem Video noch einmal verlinkt, buch dir deinen Termin für eine kostenlose Ersteinschätzung und dann finden wir gemeinsam mit meinem Team aus Expertinnen und Experten im persönlichen Gespräch mit dir heraus, was genau das Richtige für dich ist. Ich freue mich auf dich. Dein Tim Grenerwald.